Ja, grüßt euch, servus. Heute, servus, ein alter Bekannter. Haben wir schon öfters auf Verkostungen getroffen. Auch so mal privat trifft man den öfters mal auf Weinfesten. Ja, ja. Kann man mal ein Schüppchen zusammen trinken. Das geht, ja. Mhm. Und er ist sehr agil. Kaum sieht deine Kamera. Ist er weg. Ist er weg. Aber hin und wieder schaffen wir es auch, ihn vor die Kamera zu kriegen. Aber nur kurz. Ja. Und Tour steht immer noch aus. Ja, gell, Paul? Mhm. Ihr habt es euch wahrscheinlich jetzt schon denken können. Heute Paul Weltner. Und zwar probieren wir heute einen Wein, den habe ich geschenkt bekommen. Mhm. Nicht von ihm, aber aus seiner Familie quasi, weil ich ganz gut mit seinem Cousin befreundet bin. Erste Lage. Das ist Rödels, nee. Julius Echterberg. Iphöfer Julius Echterberg, genau. Silvaner. 2015 R. Also R steht für Reserve, bin ich mir ziemlich sicher. Es ist, glaube ich, einer der wenigen Winzer, die Silvaner schreiben, wie sich es eigentlich mit gehört. Mit Y. Mit Y. Genau, und der Silvaner hier, den macht er ein kleines bisschen anders, mit langem Hefelager. Kolper. Also Kolper kommt durch, oder? Total. Und Julius Echterberg ist eigentlich ein großes Kino, oder? Hm? Aber er ist ein bisschen anders als seine... Als die GGs. Als seine GGs oder auch seine ersten Lagen. Ich finde ihn, ich finde immer, Paul, seine Weine sind ein bisschen leiser. Ja, aber sie kommen dann schon gewaltig. Genau, aber das ist jetzt nicht so was, wo du reinriechst und so husch. Die sind ein bisschen leiser. Und ich finde, der hier, der ist ein kleines bisschen lauter als die anderen. Mhm, mhm. Ist für den Paul auch ein sehr junger Wein, 2015. Eine schöne Kräuternote. Ein bisschen Orangenzesten. Hm? Die Quitte ist da. Und Mango. Mango. Mhm. Ist eine schöne Kombination mit der Kräuternote. Oh ja, passt. Hat schon Extrakt. Hat auch ein bisschen im Geschmack was von Honig und kandierten Früchten, kann das sein? Also er ist nicht putztrocken. Schon trocken, aber nicht reingestrocken. Wenn, dann ist er an der Grenze. Also wenn du Veltliner liebst. Geht ein bisschen in die Richtung, stimmt. Veltliner Reserve, so ein bisschen in die Richtung, ja. Stimmt. Also... Könnte man gut in eine Veltliner Reserve aus dem Kamptal Verkostung als Pirat bringen. Genau, also das stimmt da voll und ganz. Der Mann ist halt Veltliner Trinker, das merkt man halt jedes Mal mehr. Mir ist es auch bekannt vorgekommen, aber jetzt wo du sagst, sofort da, ja, stimmt. Wobei er hat ein bisschen mehr Säure als die meisten Weltliner aus dem Kamptal. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Kombination der Wein. Gibt es den dann auch zum Schnitzel? Na. Ja, das ist ja eine Mehr. Ne? Das grüne Weltliner gut zum Wiener Schnitzel. Der gemischte Satz meistens. Gemischte Satz oder absolut perfektes Neuburger. Neuburger. Schon probiert? Bei dir, ja. Und auch von Tours? Genau. Also
geht mehr in die Burgunder-Richtung. Ne? Mhm. Auch ein schöner Wein. Aber der, der gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Ja, mal schauen. Mhm. Und der hat Fließgeschwindigkeit. Ach ja, genau. Er hat umgestellt vor ein paar Jahren. Er hatte ja immer Glaskorken. Ich habe noch, danke. Der Paul hatte immer Glaskorken und jetzt ist er umgeschwenkt auf Schrauber, weil es einfach besser handelbar ist. Und ja, ich glaube, der Glaskorken wird sich nicht mehr durchgesetzt und ich glaub, der wird aussterben. Der ist auch relativ teuer. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, Weingut Weltner mit eines der Weingüter, die extremst viel noch im Boxbeutel abfüllen. Ich glaube sogar die GGs. Oder ist das jetzt auch umgestellt bei ihm? Ich glaube, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass er die in die Burgunderflasche hat. Aber ich bin da gerade überfragt. Nee. Im Boxbeutel. Die waren im Boxbeutel. Aber du bist ja nicht sicher. Paul, tut mir leid, da musst du durch. Wir müssen mal vorbeischauen. Ne? Das würde ich auch sagen. Und ich glaube, wenn wir dann die Punkte laut sagen, die uns so im Kopf rumschwirren, lädst du uns noch lieber ein. Ein bisschen cremig ist er auch. Mhm. Ne? Das kommt durch das lange Hefelager, glaube ich. Das ist schön, wirklich. Ich würde sagen, das ist so beim Paul im Angebot wahrscheinlich so ein bisschen der Exot. Mhm. Weil normalerweise sind ja seine Weine so ein bisschen klarer, ein bisschen puristischer ausgebaut, finde ich persönlich. Ja, aber ich da ist er ein bisschen, der sticht da so ein bisschen raus aus dem Sortiment. Ist eine ganz andere Machart. Er ist ja noch jung, ne? Also 15. Also der Wein. Ja. Weiß gar nicht. Ja, schon, ne? Ja. Und ist ungefähr mein Alter, glaube ich. Also echt? Von dem her noch jung. So ein junger Hupfer. Ja. Und also der Wein, der hat, glaube ich, schon noch Lagerpotenzial. Ja, also. Ja, klar. Also wir haben ja auch Weine von 2011 probiert. Die standen noch top da. Also Lagerungspotenzial bei Weltner Wein ist extrem hoch. Wenn man sie nicht davor austrinkt. Das ist ein Sponti, oder? Ja. Das ist ein Sponti. Ja, Bepunktelung. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Hier sind wir über den 45 Punkten. Weiter. Ja, ich wäre so zwischen 46 und 47, so in dem Bereich. Nein. Doch. Oh! Und du? Ja. Würde ich auch sagen. Also, dann leg dich mal fest. Nein, das machst du halt. Nee. Ja, ich bin ganz begeistert. Das Fränkische kommt durch. Ja. Hm? Zack. Der Kolper, ja. Dieses Kräut, also die Kräuternote. Mhm. Also dann sind wir bei 47. Oder 46,5. Das sagst du, weil du machst ja das Interview dann mit ihm. Ich hoffe, wir schaffen das. 47. Alles klar. Der schmeckt mir. Der ist wirklich schön. Und wie gesagt, Veltliner-Ersatz, wenn man keinen Veltliner trinken möchte. Wieso keinen Veltliner trinken möchte? Das gibt's doch gar nicht. Es gibt fränkischen Patriotismus, der muss ja auch mal ein bisschen ausgelebt werden. Es gibt ja auch fränkischen Veltliner, den haben wir noch gar nicht getestet. Machen wir noch. Also, in diesem Sinne. Ja.
trinkt's mehr Kolper. Hin und wieder auch mal Muschelkalk, aber heute ist eher Kolperzeit. Heute ist mal Kolper. Ein Kolpi. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus.